Ja, Herr Brilloir, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Interview mit goldenekamera.de. Herr Brilloir, Sie zeigen Brecht als einen Macho, als einen Verführer, als einen Womanizer, als einen Egoistiker und Egozentriker, als einen Besitzergreifenden und Besessenen, aber auch geplagt von Panikattacken und Todesangst. Ein Mann, der nie weint und die Aura eines Kindes hat. Richtig beschrieben? Das ist die eine Seite. Die andere Seite, es ist zum Teil eine inszenierte Seite. Er hat sich ja mit Ledermantel, mit Härte, mit Kappel, mit dieser Zigarre auf Härte inszeniert. Und so haben ihn ja auch viele kennengelernt. Aber in der Annäherung habe ich doch gesehen, dass es auf der dunklen Seite des Mondes sozusagen auch andere Seiten geht. Angst, Verletzbarkeit, Scheu. Es war ein kleiner Mann, der sich nicht schön fand, der kaum Zähne noch hatte und es schwer hatte, Frauen anzusprechen, der schon als Schüler Leute vorschickte. Wie hat sich denn Ihr Blick auf Brecht durch den Dreh am meisten verändert? Durch den Dreh ist man noch mal näher rangekommen. Das Schreiben ist die erste Annäherung, die Recherche. All die jungen Männertreffen von 1949, die jetzt an die 80 waren, die aber gerade noch lebten. Ich konnte sie gerade noch alle einmal fragen. Sie sind schon nicht mehr da. Und das war hochaufregend, in ihrem Spiegel Brecht zu sehen, wie sie ihn gesehen hatten, an ihn ranzukommen, wie stark sie ihn bewundert haben, welche Aura er erzeugen konnte in ihrer Nähe. Für manche Leute kommt Brecht jetzt vielleicht wie in Anführungszeichen Kai aus der Kiste, weil sie sich überhaupt nicht vorstellen können, okay, warum muss man die Geschichte nochmal erzählen? Was ist denn noch aktuell daran? Was ist relevant? Wir haben anhand seiner Gedichte Fragen gelernt, Kritik gelernt. Wir sind kritikfähig geworden. Stellen Sie sich mal vor, Brecht würde heute noch leben. Was wäre er? Ein YouTube-Star, der interaktiv mit den Leuten kommuniziert? Gute Frage. Auf jeden Fall interaktiv. Wenn er sich schon von der Bühne immer ans Publikum wendet, wäre das nicht jemand, der Romane schreibt, irgendwo in seinem Stübchen, sondern der wäre sehr dicht dran. Er würde vielleicht kleine Stücke über Streitfragen bei der Gewerkschaft machen und kleine Stücke dazu spielen und durchs Land fahren und versuchen, das aufzubrechen und mit seinen Methoden natürlich in seinem Sinn Leute zu bewegen, Probleme zu lösen für eine andere Gesellschaftsordnung. Ich glaube, er hätte ziemlich viel zu tun.